Wenn man sich vor Augen hält, mit welcher Präzision so eine Kontaktlinse gedreht werden muss und in welcher Vielfalt, dann ist das ein kleines Wunderwerk. Ja. Eine Kontaktlinse, so klein sie ist und so unauffällig sie erscheint, ist vom Rohstoff, vom Kunststoff an in die Geometrie unglaublich aufwendig. Die Kernkompetenz, die man eigentlich aufweisen muss mit der Kontaktlinse, ist so individuell, so effektiv mit einer Kontaktlinse zu werden, dass sie in der Anpasspraxis funktioniert. Der Vorteil von Wölk ist, dass wir alles in einem Hause haben. Wir haben sowohl das Moldverfahren als auch das Drehverfahren, die formstabile Fertigung als auch Weichlinsen und wir haben sogar die Materialentwicklung im eigenen Hause. Wenn wir von Anfang an alle Kenntnisse im Hause haben für die Herstellung von Kunststoffen und Kontaktlinsen, haben wir das tiefstmögliche Verständnis. Ich sage immer an der Stelle, wir verstehen es bis in die letzten Moleküle hinein. Das Material hat einen ganz, ganz besonderen Einfluss auf das Trageverhalten, auch die langfristige Verträglichkeit der Kontaktlinse. Und da können wir natürlich in Zusammenarbeit mit der Chemie die Anforderungen, die es gibt einer Kontaktlinse auf dem Auge, immer kontinuierlich verbessern. Um jetzt einen Kunststoff in der Qualität für ein Medizinprodukt herzustellen, müssen wir natürlich beim Rohstoff bereits anfangen mit sehr hohem Qualitätsanspruch. Wir reinigen uns zum Beispiel die Rohstoffe auf ein Höchstmaß. Und deswegen destillieren wir unsere Rohstoffe selbst. Wirk macht besonders, dass wir im Grunde genommen von A bis Z sehr akribisch drüber nachdenken, was könnte hier an der Stelle verbessert werden. Das sind ganz viele kleine Mosaiksteinchen, die aufeinander gesetzt werden. Und da haben wir die jeweiligen Kompetenzen tatsächlich auch hier im Haus. Die Entwicklung hat in den letzten 20 Jahren einen riesigen Schritt gemacht. Und zwar so, dass wir in der Lage sind, Rautiefen von unter 20 Nanometer zu erreichen. Die Drehfertigung an sich arbeitet im Nanometerbereich und dann wäre es idealerweise auch gut, wenn wir das in die Kontaktlinse bis auf dieses Niveau treiben. Und auf diesem Weg sind wir. Die Entwicklung in den Fertigungsbereich zieht notwendigerweise auch eine Entwicklung in der Messtechnik nach sich. Das heißt, zum Teil sind wir darauf bedacht, die Messmittel selbst zu entwickeln. Für ein gutes Produkt ist nicht nur eine gute Maschine, eine gute Messtechnik notwendig, da ist explizit Know-how für notwendig. Und dieses Know-how haben wir über Jahre hinweg aufgebaut hier bei Wölk. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der uns letztendlich auch von anderen unterscheidet. Wir schauen auf die Nuancen. Wir versuchen sowohl auf langfristige Sicht die optische Performance als auch die physiologische Performance der Kontaktlinse, also die Integration der Kontaktlinse in dem System Auge, langfristig verträglich zu machen. Und da muss man im Grunde genommen auf Nuancen gucken. Also mich selber treibt der Forschungsgeist an, immer ein Produkt besser machen zu können, immer ein Produkt weiterentwickeln zu können oder auch mal etwas Neues entwickeln zu können. Der Anspruch ist der, jeden Kunden, der eine Fehlsichtigkeit aufweist, mit einer entsprechenden Kontaktlinse zu versorgen. Noch mehr Verträglichkeit der Linsen ist ein wichtiges Ziel. Man kann einerseits über den Kunststoff was erreichen, man kann, und das ist unsere Denke, auch auf jeden Fall was über die Qualität der Oberfläche erreichen. Bedeutet, die Materialforschung geht heute in mehrere Richtungen und da spielt die kleinste Struktur in der Oberfläche einer Kontaktlinse eine wichtige Rolle. Dieses Unternehmen hat eine Tradition, weil es von Heinrich Wölk gegründet wurde, der Erfinder der Kontaktlinse. Und der Gedanke, zu was ganz Besonderem oder zu was Neuem zu kommen, der trägt uns. Ich bin der festen Meinung, dass wir technologisch da noch nicht am Ende sind. Es wird sich mit Sicherheit noch weiterentwickeln. Die möglichen qualitativen Oberflächen werden mit Sicherheit noch verbessert werden können. Sowohl was das Material betrifft, als auch die Technologie einer Produktionsmaschine. Mir macht jede neue Linse, die eine Herausforderung darstellt, Spaß. Mich an den Rechner zu setzen, eine Aufgabe zu lösen, an die Maschine zu gehen, diese Kontaktlinse zu realisieren und irgendwann vielleicht auch ein Feedback von dem Optiker zu kriegen und sagen, hat gepasst.